Bereits zum vierten Mal veranstaltete der Judo-Club Zenjindo die Wiener Februar-Challenge. Dieses ist eines der größten Wiener Judo-Nachwuchsturniere und wurde wie jedes Jahr in der Schule Kenyongasse in Wien-Neubau ausgetragen. Das Interesse an diesem Turnier wird von Jahr zu Jahr größer, der Veranstaltungsort platzt bereits aus allen Nähten. Ja, ich freue mich sehr, dass es dieses Turnier gibt. Es ist eine wunderbare Vorbereitung auf die großen Turniere, die wir in Wien veranstalten. Und meine besondere Freude ist, dass gleich 8 Wiener Vereine teilnehmen und 100 Starter hier sind. Also wirklich eine tolle Sache für den Nachwuchs. Es sind ja die ganz Kleinen, die hier kämpfen, auch jene mit relativ wenig Erfahrung. Das Ganze ist auch ein bisschen ein Sichtungsturnier. Ja, gerade das ist der Sinn davon. Man kann auch, wenn man erst ein halbes Jahr oder Jahr Judo macht, erste Erfahrungen machen beim Wettkampf. Und das finde ich besonders gut. Warum magst du Judo? Es ist gut zum Verteidigen, es macht Spaß und es gefällt mir einfach. Und warum machst du Judo? Weil man muss sich, wenn sich jemand angreift, dann kann man das verteidigen. Und das ist sehr gut für die Muskeln und das andere. Und es macht sehr Spaß, sehr, sehr. Ich weiß nicht, weil es einfach cool ist, wenn man jemanden sich sagen, werfen kann oder festhalten kann er halt außer Gefecht setzen kann. Und was macht mehr Spaß, gewinnen oder verlieren? Gewinnen. Warum? Weil dann kann man sich freuen für das ganze Lebensjahr. Und die anderen sagen, toll, Nicolina und alles andere. Und ich freue mich dann auch in meinem Herzen. Bei diesem Turnier habe ich 2-mal gewonnen und bei den vorigen habe ich die goldene Medaille gewonnen. Und ja. Man tut sich manchmal weh, aber es macht nichts. Es ist Judo. Nun ja, also manchmal tut man sich schon weh. Aber naja, Judo ist eher dafür gedacht, weil Judo bedeutet auf Deutsch sanfter Weg. Also kann man nicht wirklich sagen, dass man sich da den Arm bricht. Das heißt, die Chance auf einen zukünftigen Wiener Olympiasieger ist vorhanden. Das hoffen wir sehr. Wir arbeiten hart daran. Ja.